Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 von der Neumini-Brunn, unsere wunderschöne Alpen-Map. So, ich habe jetzt hier mit dem Waldra und dem Güllefass hier schon mal ein bisschen Gülle ausgebracht, denn ihr wisst es ja, ja, unsere Silos laufen langsam über. Die Tierchen sind sehr aktiv und deswegen mussten wir hier mal ein bisschen was aufs Feld bringen. Okay, so, den Walter bringe ich jetzt erstmal hier wieder zurück an den Start, denn wir laden erstmal wieder auf, denn wir werden die Gülle gleich auf einem nächsten Feld brauchen. Sudele. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie es denn jetzt aussieht bei den Schweinchen. Okay, 15.000 Mist, 81.000, also wir können noch sehr, sehr viel düngen, so wie es aussieht. Okay, wir laden auf, wir füllen auf. Aber in der Zwischenzeit möchte ich eigentlich in der heutigen Folge noch ein bisschen was anderes tun. Wir schauen mal, wo unser Waldra ist hier. So, wir werden nämlich jetzt erstmal noch unser Maisfeld... Ups, erstmal ausklappen. Unser Maisfeld hier nämlich noch ein bisschen fertig pflügen. Und das können wir hier mit diesem Gerät hier am besten. Das hat nämlich dann auch eine wunderschöne Pflugtextur. Ich vermute, dass es auch ein bisschen daran liegt. Der Tiefenlockerer, den wir am Anfang hatten, den habe ich mittlerweile verkauft. Weil der hatte ja auch dann immer eine völlig andere Textur und ich habe irgendwie den Verdacht, das Gefühl, dass das eventuell daran lag, dass das halt eben ein normaler Tiefenlockerer war und der hat dann zwar auch eine Pflugfunktion gehabt, aber so richtig gepflügt war es dann wohl doch nicht. So, jetzt fahren wir hier einmal in die Bahn, denn sicher ist sicher, ihr wisst es ja, manchmal macht der Helfer hier ein bisschen komisch, setzt einfach auf der Hälfte des Weges wieder zurück. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und dann werden wir unser Grasfeld häckseln. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge mal kurz anklingen lassen. Ich habe da nämlich nochmal geguckt wegen den Geräten. Es gibt da nämlich zwei Möglichkeiten. Komme ich aber gleich dazu und da spawnen sie wieder unsere Rehe, die in selbstmörderischer Absicht vor unseren Traktor laufen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit, im Stream haben wir ja da hinten ein bisschen gemalt. Huch, halt! Oh, der fährt hier glatt drüber. Dann machen wir mal Folgendes. Auch da sage ich mal, Safety first. Oder mir hier aus Versehen noch, obwohl es ist ja eigentlich kein Problem. Da wir hier ja keine Felder erstellen, aber trotzdem werde ich hier jetzt erstmal... einmal hier vorne pflügen. Also der Waldra mit dem Pflug, da hat man echt das Gefühl mit diesem Tiefenlockerer, dass der wie durch Butter arbeitet. Also das ist schon geschmeidig. So, ganz kurz wollte ich euch das zeigen noch. Also wir hatten ja im Livestream hier ein bisschen wie kein Feld gefunden. So, jetzt aber. So, wir hatten ja im Livestream hier ein bisschen gemalt. Wir haben ja hier einen Weg gemalt, damit es hier ein bisschen besser ist, damit hier auch die Büsche wegkommen. Da steht übrigens noch so ein Busch, der muss weg. Naja, okay, also wir haben hier einen Weg gemalt, wir haben da oben einen Weg gemalt und dann haben wir, sind wir immer hier an diesem Dingens hier, sind wir immer so komisch hier, ihr seht es, so gezittert und dann habe ich hier überall so Dinger reingemalt gehabt anscheinend, die habe ich dann jetzt auch erstmal entfernt. So, aber während jetzt der Waldra da vorne hier schön seine Arbeit macht, jo, das passt. Ne, wir haben hier die Felder vorbereitet, das Sonnenblumenfeld habe ich auch schon gepflügt. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch den Weg reingemalt. Jetzt kommt da, ja, sieht es ordentlich aus, jetzt kommen wir auch überall hin. Und das ist alles vorbereitet fürs nächste Jahr. Und das sehen wir uns mal ganz kurz in den Bodenbewertungen an. Denn man sieht jetzt, dass wenn man hier drauf schaut, ja hier noch nicht, hier auch noch nicht, aber hier haben wir jetzt unten die 100%. Auch hier noch nicht. Ja, das wird vermutlich sein, sobald wir eben dann Material draufpacken. Hier haben wir Material draufgepackt, ich glaube Gerste. Und da haben wir nämlich jetzt auch die 100%. Und hier haben wir gepflügt, haben aber... Nein, hier haben wir nicht gepflügt, hier haben wir nur abgeerntet. Hier werden wir nur grubbern. Okay, so und hier hatten wir gepflügt, haben es gerade abgeerntet. Da machen wir jetzt noch nichts. Okay, da werden wir dann sehen, wie sich das dann verhält. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei den Boden- oder bei den Verkaufspreissteigerungen bei 12%. Und das wird sich natürlich extrem bemerkbar machen, wenn wir Silage und Hackschnitzel verkaufen. Aber jetzt geht's los. Hier habe ich den Klaas. Und ihr seht, was ich hier für ein Schneidwerk dazu gepackt habe. Das ist jetzt, wir schauen mal ganz kurz rein.
Am liebsten gehe ich immer über die Feldhäcksler und dann über die Erweiterung. So, da ist er, der Klaas, der Jaguar 820. Wobei, wir haben den ja noch ein bisschen aufgerüstet, was die PS-Anzahl angeht. Und ich wollte eigentlich ursprünglich dieses Teil hier holen. Das wäre aber nur zum Häckseln vom Gras oder beziehungsweise von der Grasschwart. Und da habe ich mir gedacht, wir holen doch gleich dieses Teil, weil da können wir, sind wir wesentlich flexibler und brauchen auch nur einmal drüber fahren, haben 5 Meter Arbeitsbreite und dann sparen wir uns nämlich vorher das Mähen. Also so sollte eigentlich der Plan sein. Und natürlich könnten wir auch mal spaßeshalber dann Ackergras auch hier zur Silage verarbeiten. Dann hätten wir aber kein Heu. Aber okay, wäre jedenfalls auch mal interessant zu machen. Deswegen habe ich hier dieses Teilchen. Und wir werden jetzt den Motor starten, das Mähwerk anheben und dann fahren wir mal hier zurück zu unserem Hof und legen mal los, denn wir haben ja hinten ein Grasfeld. Dann werden wir den Anhänger, den mit dem Drehschemel, den werden wir anhängen und dann denke ich, können wir in einem Rutsch drüber. Augenblick, wir müssen noch die Rundumkennleuchte anmachen, die eine, die wir haben. So, Verkehr ist gerade nicht. Und hier hinten seht ihr es, das ist unser Sojafeld gewesen. Und dieses Sojafeld, das habe ich auch geerntet. Aber hier haben wir jetzt noch nichts gemacht, also auch noch nicht gegrubbert. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und dann tigern wir mit dem zu unserem Grasfeld und schauen mal, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und ich bin auch mal gespannt, wie dann da der Ertrag ist. Ja, ganz einfach gestricktes Gerätchen. Keine Bildschirme. Überall noch Drehregler, kein Touchscreen und kein gar nichts. Aber ich mag den, der ist richtig gut. Und ich finde, der passt wunderbar hier zum Hof und auch vor allen Dingen zu dieser Map. Und hier links. Jo, einmal ins Horn gestoßen, grüßen wir unseren Waltra, der hier am Pflügen ist. So, das mit dem Maisfeld klappt also auch ganz gut. Dann werden wir zukünftig auch viel häufiger, denke ich, häckseln. Dann gehen wir mal über den Nebeneingang, den Bühneneingang. Unser Mähwerk, unseren Schneidwerkswagen, der hier stand, den habe ich auch mittlerweile verräumt. So, wir haben 5 Meter Breite, aber ich denke, wir kommen hier durch. Und unser Anhänger müsste hier stehen. Jupp. Okay. Oh, da sieht man sogar noch was. Mir fällt gerade auf. Na, den packen wir nochmal ein. Jetzt sind wir hier mit offenem Rohr rumgefahren. Klingt komisch, ist aber so. So, dann schauen wir mal, weil theoretisch ist ja jetzt Folgendes, habe ich mir nämlich gedacht. Eigentlich müsste ja das Gerät mit dem Schneidwerk auch mit dem Helfer, also das müsste ja den Helfer unterstützen. So, wir machen das anders. Wir kommen mal von der anderen Seite. Dann werden wir die Rundumkennleuchte noch anhaben. Ja, also wie gesagt, das müsste doch den Helfer unterstützen. Das heißt, den könnte man dann auch über ein Feld jagen mit dem Helfer. Und ich habe ja in der letzten Folge mal kurz gezeigt, dass es ja auch einen Anhänger gibt mit Drehschemel mit 250.000 Liter oder 250 Kubik Fassungsvermögen. Ja genau, 250 Kubik Fassungsvermögen. Und damit wären natürlich, huch, da kommen wir jetzt gar nicht durch, ne? Dann müssen wir hier über den Gehweg und entgegen, naja, okay, es hat keiner gesehen. Und während wir mit dem anderen Gerät ja eine Schwart aufnehmen müssen, und das wird natürlich nicht funktionieren, nicht mit diesen Gerätschaften hier auf der PlayStation. Mit Cosplay wäre das natürlich kein Problem. So, jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wir werfen das Gerätchen an. Okay. Okay, was hat er jetzt für ein Problem? Er lässt sich schwer lenken. Und jetzt müsste man eigentlich den Helfer losschicken können. Tatsächlich. Okay, das funktioniert. Also, das heißt, in dieser Konfiguration und dieser Konstellation könnten wir mit dem Helfer arbeiten. Jo, dann machen wir nochmal einen Thumb. Zack.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Irgendeiner hat hier ein Problem. Das kann ja eigentlich nur der Waltra sein. Ach, der ist schon fertig. Okay, da hat er ja fleißig gearbeitet, ne? Da hat er ja fleißig gearbeitet. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was weg. Dann schauen wir mal kurz in die Karte, wie es denn aussieht. Da vorne hat es noch ein bisschen Material. Das machen wir noch weg. Dann machen wir das schnell fertig. Und dann geht es weiter im Gras häckseln. Ja, jetzt haben wir ja wie gesagt im Stream angefangen, hier mal ein paar Wege zu malen. Und da bin ich auch überlegen, ob wir da noch den ein oder anderen Wirtschaftsweg basteln, sozusagen. Damit wir etwas geschickter um unsere Felder herumkommen. So wie hier zum Beispiel, da haben wir ja auch eine kleine Feldeinfahrt gebastelt. Damit es ja etwas leichter wird. Nicht ganz so huppelig. So, so, da kommen sie wieder. Sehr schön, das müsste jetzt passen. Jetzt müsste man das Feld, soweit ready haben. Dass wir den Kollegen hier erstmal kurz auf den Hof bringen und abstellen. Da müssen wir noch ein bisschen Maschinenpflege durchführen. Dreckig wie er ist. Ja, Wartung könnte eigentlich auch nicht schaden. Ist ja auch ein bisschen unser Arbeitstier hier, dieser Waltra. So, dann packen wir den jetzt erstmal hierher. Okay, wo ist unser Häcksler? Hier. Den schmeißen wir wieder an. Okay. Ja, was er natürlich nicht macht, ist das Gras ums Feld herum. Aber das ist ja okay. So, dann müssen wir hier mal in die Ecke Kurve hier. Aber das geht natürlich mit dem Drehschemel sehr, sehr gut. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja Fruchtzerstörung. Und Charlie ist auch schon wieder auf dem Feld unterwegs. So, 43%. Wunderbärchenklärchen. Ja, also das gefällt mir gut. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten und das Gras eben dann nochmal ein bisschen häckseln. Die Frage ist natürlich, das müsste man wissen und testen, ob das dann wirklich auch was bringt hier, dass wir größeres Volumen haben, also dann am Schluss auch mehr Silage rausbekommen. So, wo sind wir bei 56? Also das gefällt mir ganz gut. Das Gerät hier, das Schneidwerk, habe ich jetzt nur gemietet für die Folge. Aber da bin ich echt am Überlegen, ob wir uns das kaufen. Und dann hier regelmäßig dann natürlich hier das Grasfeld häckseln. Denn wie gesagt, mit Ackergras, und da bin ich jetzt auch gerade noch am Überlegen, wie wir hier mit dem Feld da drüben umgehen. Das wächst ja nicht nach. Das müssen wir auf jeden Fall neu ansehen, wenn ich das richtig weiß. Und da schaue ich mal, was wir hier unterbringen. Aber am besten sind natürlich immer Sorten, wo wir auch gleich Stroh hier einsammeln können. Also sprich Gerste, Getreide oder ähnliches. So, 88%. Ich bin gerade im Überlegen. Dann bringen wir das, glaube ich, schon mal weg. Okay. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja Fruchtzerstörung. Wenn ich jetzt auf dem Feld drehe, dann machen wir nur das Gras kaputt. Okay. Das Rohr wird auch eingeklappt. Da müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir vielleicht ein größeres Rohr brauchen. Da können wir ja auch noch modifizieren. Und hier kommen wir gerade durch. Das passt. Sehr schön, sehr schön. So, Hänger. Stopp, das muss ja ins andere Silo. Na also, wunderbar. Dann schauen wir mal ganz kurz in die Produktion. So, Häckselgut 145
Und das müsste ja jetzt nach oben gehen. Oh nee, er packt es in Gras rein. Da macht gar kein Häckselgut da draus. Das wird Gras. Ja, sieht man ja auch. Ist eigentlich auch so. Okay. Ha. Müsste er daraus nicht eigentlich Häckselgut machen? Ja, dann müssten wir dann doch beim nächsten Mal testen und probieren. Augenblick, lass mich mal schauen. Also, wir hatten ja... So, wo ist er? Hier. Quatsch. So. Also, der nimmt alles, aber er zeigt nicht an, was er da draus macht. Und eigentlich müsste man doch meinen, er müsste doch da Häckselgut draus machen. Wenn er das hier nimmt, das ist die Grasschwart. Okay, dann macht er doch daraus Häckselgut, oder? Okay. Ich bin da jetzt ein kleines bisschen irritiert. Der zerlegt das Material nur, aber aus dem Gras macht er keinen Häcksel. Naja, okay. Also das heißt, es läuft am Schluss als Gras. Ja gut, dann bräuchten wir es ja... Naja gut, ich meine, auf der anderen Seite, der einzige Vorteil wäre natürlich, dass er das praktisch in einem Durchgang aufnimmt. Also ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob das mir wirklich so gefällt. Ich meine, wie gesagt, der Vorteil ist im Prinzip, dass wir hier mit einem Durchgang das Material aufnehmen. Wir müssen es nicht mähen und dann noch aufnehmen mit dem Ladewagen oder ähnliches. Wobei wir natürlich nicht auf die Ladewagen verzichten können, nicht direkt, weil wir ja zum Beispiel Stroh aufnehmen müssen und ins Silo werfen, weil wir das Strohlose brauchen. Denn wenn wir daraus erstmal Ballen machen und dann wieder auf, naja, ist alles so ein bisschen hin und her und man versucht natürlich immer, ein bisschen das Ganze hier zu optimieren. So, jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir hier am geschicktesten um die Kurve rumkommen. Im Zweifel über die Straße. Die Straße ist ja für uns abgesperrt. Aber ich meine, wir haben hier natürlich schon einen schönen, engen Wendekreis. Da kann man nichts sagen. So, kriegen wir das am Stück weg? Naja, okay, die Pfützen, die lassen wir stehen. Jetzt wäre es natürlich wirklich mal interessant zu sehen, wie der agiert, wenn er mit dem Helfer arbeitet am Ende. Das sollten wir uns nochmal anschauen. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, ob der da hinten um die Kurve rumkommt. Ja, der macht das schon früher, weil ich vermute, der wird vorwärts fahren. Der wird natürlich auch versuchen zu vermeiden, rückwärts zu fahren. Und jetzt wird er einschlagen. Okay. Ja, okay. Also da muss man sagen, das wäre natürlich schon ein gewisser Vorteil hier auf der Konsole, weil wir ja doch immer ein bisschen auf die Helfer angewiesen sind. Das wäre eine Option zu sagen, ich kann eine Grasfläche mähen und häckseln im Prinzip und das mit dem Helfer machen lassen. Denn ich kann natürlich das Mähwerk drüber fahren lassen mit dem Helfer, aber mit dem Ladewagen oder auch mit dem Ballenwickler oder wie auch immer man es dreht oder wendet, muss ich später dann doch von Hand fahren. Und hier könnte ich natürlich vieles bei einem gut eingerichteten Feld automatisiert mit dem Helfer fahren. Okay, das ist eine Erkenntnis, die uns auf jeden Fall weiterhelfen wird, auch wenn wir jetzt hier am Ende sind und jetzt wieder selbst eingreifen müssen, aber das ist ja nicht das Problem. So, aber ich glaube, der wollte jetzt auch wenden und irgendwas machen. Der Helfer war noch aktiv. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Hoffe, das war wieder mal ein bisschen interessant für euch. Wir probieren immer ein bisschen was aus hier, auch auf dieser wunderschönen Map, der Neumini-Brunn unserer Alpen-Map. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und sage wie immer Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.